Also, nachdem, wie Christoph Berner es gerade schon einleitend gesagt hat, wir uns in der letzten Sitzung mit der Frage beschäftigt haben, wie es eigentlich mit dem Antijudaismus im antiken Judentum ausgesehen hat, wenden wir uns nun heute dem frühen Christentum und dem Schriftenkorpus zu, anhand dessen wir die Wurzeln des sogenannten Christentums rekonstruieren, dem Neuen Testament. Dieses sogenannte Neue Testament ist eine Schriftensammlung, die im 4. Jahrhundert nach Christus zum ersten Mal als Kanon feststeht. Man kann darüber nachdenken, inwiefern bereits die Bezeichnungen Altes Testament für die Schriften des Judentums und Neues Testament für die Schriften des Christentums den Gedanken eines abwertenden Aspekts in sich tragen. Das können wir an dieser Stelle jedoch nicht tun, sondern wir werden uns heute den frühesten der neutestamentlichen Texte als Zeugen des frühen Christentums in der Gestalt der Briefe des Apostels Paulus zuwenden. Sie sehen hier links eine Abbildung aus dem 4., 5. Jahrhundert aus Ephesus und rechts einen der ältesten Papyri, die uns einen Text des Apostels Paulus überliefern. Und wir werden fragen, ob und inwieweit sich bereits hier in den Anfängen sogenannter christlicher Literatur Spuren einer Tendenz finden lassen, die wir unter moderner Perspektive mit dem Begriff Antijudaismus fassen. Sie werden schnell erkennen, dass die Sache sehr viel komplexer und ist als zunächst angenommen. Und ich werde heute nur wenige Aspekte dieses großen und wichtigen Themas benennen können. Nach der Klärung einiger semantischer und historischer Fragen werde ich mich einer Auswahl von Texten aus den paulinischen Briefen widmen, anhand derer sich diese Komplexität besonders gut erkennen lässt, bevor wir uns abschließend noch einmal der Eingangsfrage zuwenden, nämlich ob wir von Antijudaismus bei Paulus sprechen können. Wie Sie sehen, habe ich diesen Titel, wie Christoph Berner in der vergangenen Sitzung, mit einem Fragezeichen versehen. Und dieses Fragezeichen hat zentrale Bedeutung. Es resultiert zuallererst aus dem Begriff Antijudaismus. Wir müssen uns während dieser Vorlesung immer bewusst sein, dass wir mit diesem Begriff eine moderne Kategorie auf geschichtliche Phänomene applizieren, die sich mit unseren modernen Konnotationen der Kategorie Antijudaismus nur bedingt in Einklang bringen lassen. Daher sind zunächst einige semantische Fragen zu klären. Den Begriff Antijudaismus gibt es in der Antike nicht. Den Wortbestandteil Judaismus allerdings schon, nur nicht in der Bedeutung, die wir ihm gemeinhin zuweisen würden, also als Begriff für das, was wir gemeinhin als Religion bezeichnen. Judaismus leitet sich vom griechischen Judaismos ab und erscheint zum ersten Mal als Begriff in den Makkabäerbüchern, die vom Aufstand einer Gruppe um Judas Makkabäus erzählen, die sich im Unterschied zu vielen anderen Juden gegen die Fremdherrschaft der Seleukiden wehrte. Mit dem Begriff Judaismus wird in diesem Zusammenhang das konsequente Festhalten an den eigenen jüdischen Traditionen gegenüber hellenisierenden Tendenzen im Land gefasst. Des Weiteren ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es in Palästina um die Zeitenwende herum verschiedene mehr oder weniger auch politisch engagierte Gruppen gab. Bekannt sind in aller Regel die Pharisäer und Sadduzäer, Zeloten oder seit dem vergangenen Jahrhundert auch die Gemeinschaft in Qumran. Diese verstärkten sich in hellenistischer und römischer Zeit, in der Einflüsse dieser fremden Herrschaftskulturen wuchsen, die konservative Strömungen auf den Plan riefen. Es gab daher keine einheitliche Größe, die man unter welchen Voraussetzungen auch immer als das Judentum bezeichnen könnte. Allenfalls ist von Judentümern im Plural zu sprechen. Dies gilt insbesondere, wenn man zusätzlich auf die jüdischen Gemeinden außerhalb Palästinas blickt, die sogenannten Diaspora-Gemeinden. Herkömmliche Grenzziehungen wie jüdisch und pagan, also nicht jüdisch, werden mittlerweile in Frage gestellt, da etwa in der Diaspora bereits deutliche Schnittmengen der jüdischen Gemeinden mit anderen Lebensformen ihrer je lokal unterschiedlichen Welt entstanden. Die Synagoge sich dort eher als ein ethnischer Verein als eine religiöse Gruppe darstellte. Des Weiteren gilt es festzuhalten, dass auch die moderne Redeweise von Jude den quellensprachlichen Befund nicht adäquat wiedergibt. Das griechische Lexem Judaios ist in Analogie zu anderen Lexemen gebildet,
die auf die geografische Herkunft verweisen, wie etwa Syros auf Syrer, Ägyptos auf einen Ägypter. Daher gibt es seit einigen Jahren eine verstärkte Tendenz, auf diese wichtige quellensprachliche Gegebenheit durch unterschiedliche Übersetzungsweisen einzugehen und nur dann von Jude zu sprechen, wenn es um eindeutig religiöse Kontexte geht, ansonsten aber von Judäa, also von aus Judäa stammenden Menschen zu sprechen, die innerhalb und außerhalb des Mutterlandes lebten. Einige Kolleginnen und Kollegen verwenden nur noch die Übersetzung Judäa. Ich werde im Folgenden zunächst einführend noch das Wort Jude verwenden, aber bei der Besprechung der paulinischen Texte das griechische Lexem Judaios im Singular bzw. Judaioi im Plural verwenden, um zu verdeutlichen, dass eine Übertragung mit Jude den quellensprachlichen Befund häufig zu stark mit den modernen Konnotationen belastet. Nun will ich mich aber noch kurz zur Frage nach den Christen bzw. dem Christentum äußern, das als solches innerhalb der gerade bereits angedeuteten Bedingungen in Palästina entstand und dessen Ausgangspunkt Jesus Christus ist. Die Gruppe seiner Nachfolger und Nachfolgerinnen, dies sei jetzt als letzte semantische Klärung hinzugefügt, wurde in der von uns nun beleuchteten Zeit auch noch nicht als Christen bezeichnet. Einen ersten Beleg bietet dafür die erst einige Jahrzehnte später entstandene Apostelgeschichte. Der erste christliche Autor, Paulus, spricht von Christusgläubigen, also Menschen, die an Christus, die Heilsbedeutung seines Todes und seiner Auferstehung glaubten. Wir haben nun in einem kurzen Schritt zu fragen, um welche historische Situation es eigentlich bei unserer Betrachtung geht. Wer Paulus ist und in welchem Verhältnis er zu Jesus Christus stand. Die im Korpus des Neuen Testaments enthaltenen Briefe des Paulus zeigen uns, dass er der erste große Verkündiger der Christusbotschaft war. Die von ihm verwendete Bezeichnung Christus bzw. Jesus Christus macht deutlich, dass er Jesus als einen ganz besonderen Menschen ansah, als einen gesalbten, das heißt Gott besonders nahen Menschen. Die Bezeichnung Christus, Gesalbter, bekam Jesus aber erst nach seinem Tod, er selbst verwendete sie nicht. Jesus war ein im Ort Nazareth in Galiläa geborener Israelit, der um das Jahr 30 nach Christus Bekanntheit erlangte, als er in Galiläa herumwanderte und seine jüdischen Glaubensgenossen und Genossinnen aufforderte, umzudenken, da die Königsherrschaft Gottes sehr nahe sei. Diese Vorstellung von der kommenden Königsherrschaft Gottes, die mit einer Entmachtung weltlicher Herrschaften einherging, begegnet nicht nur bei Jesus, sondern auch in verschiedenen sogenannten jüdischen Apokalypsen der Zeit und erklärt sich unter anderem durch die politische Situation Palästinas unter römischer Besatzung, deren Gegenentwurf das Königreich Gottes darstellte. Jesus war also eine Reformgestalt innerhalb des Volkes Israel. Er scharte eine Gruppe reformwilliger Glaubensgenossen und Genossinnen um sich, die aber eben nur eine Gruppe in der Vielzahl von Gruppen darstellte, die im zeitgenössischen Palästina existierten. Die Christusnachfolger und Nachfolgerinnen bezeichneten sich zunächst, wie gerade schon erwähnt, als Christusgläubige. Wann genau sich schließlich von einer eigenen Größe Christentum sprechen lässt und wie diese nun genau zu den Gegebenheiten der Zeit in Palästina ins Verhältnis zu setzen ist, gehört zu den intensiv diskutierten Problemen in meinem Fach, das unter dem Stichwort Parting of the Ways geführt wird und auf das ich jetzt nicht eingehen kann. Für die Zeit, über die wir heute sprechen, nämlich die Zeit um 50 bis 60 nach Christus, ist dies auf jeden Fall noch nicht vorauszusetzen. Damit ist Ihnen die Komplexität der Fragestellungen vermutlich bereits deutlich. Gehen wir nun zu den frühesten sogenannten christlichen Schriften, die wiederum ebenfalls aus der Hand eines Juden stammen, eben zu den Schriften des Apostels Paulus. Paulus ist der erste Autor, der uns eine größere Anzahl von Schriften hinterlassen hat, die das Christusereignis thematisieren, das Paulus als frohe Botschaft, als Euangelion bezeichnet. Paulus ist Jesus selbst nicht begegnet. Seine Vorstellung von der Veränderung, die mit Jesus und dessen Verkündigung, aber auch dessen Tod und Auferstehung in die Welt gekommen ist,
lässt sich jedoch 7 von ihm verfassten Briefen, die im Kanon des Neuen Testaments zusammengestellt sind, entnehmen. Und diese Briefe datieren zwischen 50 bis 60 nach Christus. Sie sind an christliche Gemeinden gerichtet, die Paulus in den genannten Jahren in Kleinasien, aber vor allem in Griechenland gegründet hat. Der längste der Briefe, der Römerbrief, ist an die Gemeinde in Rom gerichtet, die Paulus nicht selbst gegründet hat, die er aber besuchen wollte. Diese Briefe benennen vielseitige Probleme der Gemeinden, lassen aber auch immer wieder grundsätzliche theologische Gedanken des Paulus erkennen. Sie sind aber nicht als theologische Lehrschriften entworfen. Vor allem der Römerbrief ist für unser Thema wichtig, dass sich Paulus hier explizit mit der Frage auseinandersetzt, was eigentlich mit dem Teil des jüdischen Volkes geschieht, der sich der frohen Botschaft und der neuen Bewegung derer, die Jesus für den von Gott gesandten Retter halten, nicht anschließt. Auch Paulus war, wie gesagt, Jude. Sohn eines in der Diaspora im kilikischen Tarsus an der heutigen türkischen Ostküste lebenden Elternpaares. Er stammte also aus einer jüdischen Gemeinde außerhalb Palästinas, wuchs in einer hellenisierten Stadt auf, kam jedoch irgendwann nach Jerusalem und schloss sich dort nach eigener Auskunft einer der verschiedenen jüdischen Gruppierungen der Zeit an, den sogenannten Pharisäern. Paulus macht selbst Aussagen über seine Zeit als Israelit vor seiner Glaubenswende. Er beschreibt seine jüdische Existenz im Brief an die Philipper in Kapitel 3. Ich bin am 8. Tag beschnitten worden, bin aus dem Volk Israel gebürtig, aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach meiner Stellung zum Gesetz ein Pharisäer. In Hinsicht auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinden, also der Jesus-Nachfolger und Nachfolgerinnen, in Hinsicht auf die Gerechtigkeit, die im Gesetz verlangt wird, untadelig gefunden. Auch in Galater 1,13 folgender beschreibt Paulus sein Engagement für den sogenannten Judaismus. Ihr habt ja von meinem einstigen Wandel im Judaismus gehört, dass ich nämlich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgt habe und sie zu zerstören suchte und dass ich mich an Leidenschaft für das jüdische Wesen vielen meiner Altersgenossen in meinem Volk hervorgetan habe, indem ich ein ganz besonderer Eiferer für die Überlieferungen meiner Väter war. Paulus zeichnet sich hier also als gesetzestreuen Juden, der sich durch besonderes Interesse und Engagement für die jüdischen Überlieferungen auszeichnete, das ihn konsequenterweise auch zum Verfolger der Jesus-Nachfolger und Nachfolgerinnen werden ließ. In einem bestimmten Moment seines Lebens ereignet sich allerdings ein fundamentaler Wandel. Im nächsten Vers des gerade zitierten Galaterbriefs, in Galater 1,15, beschreibt Paulus nun eine Wende in seinem Leben, die später geschriebene Apostelgeschichte dann mit einem dramatischen Sturz vom Pferd in der Nähe von Damaskus verbindet. Diese Wende beschreibt Paulus selbst als eine Gottesbegegnung, verbunden mit einer Vision Christi. Diese Vision ist für ihn Bestätigung, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferweckt wurde. Im auferweckten Jesus zeigt sich ihm, Paulus, sein Gott Jahwe, in einer neuen, machtvollen Dimension. Als Gott, der in der Lage ist, den Tod zu überwinden. Gott hat, so Paulus in Galater 1,15, ihn vom Mutterleib an auserwählt, einen bestimmten Auftrag auszuführen, nämlich die Kunde von dem mit Jesus auf der Welt erschienenen Gottessohn Jesus zu den sogenannten Völkern, das heißt den nichtjüdischen Völkern, zu tragen. Gott gefiel es, mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Völkern verkündige. Mit dieser göttlichen Beauftragung geht einher, dass Paulus von einem Verfolger der Jesus-Anhänger selbst zu einem Jesus-Anhänger wird. Auch er glaubt nun, dass Jesus von Nazareth von Gott gesandt wurde, um den Menschen ihre Rettung zu verkündigen. Eine Botschaft, die Paulus nun allerdings, und hier liegt nun der wichtige und entscheidende Punkt, zu den Völkern, das heißt genau zu den nichtjüdischen Völkern, tragen soll. Diesem Auftrag kommt er nach. Um die Universalisierung der jüdischen Christusverkündigung, also ihre Verbreitung unter den nichtjüdischen Völkern, zu ermöglichen,
scheint Paulus nun allerdings zwei für das Judentum wichtige jüdische Gesetze ausgesetzt zu haben. Zum einen das Gesetz der Beschneidung. Kein Anhänger des Zeus- oder Dionysos-Kultes sollte sich beschneiden lassen müssen, um in die Gruppe der Jesus-Nachfolger aufgenommen werden zu können. Zum anderen scheint er auch das Verbot der Mahlgemeinschaft von Nichtjuden und Juden ausgesetzt zu haben, das bei einer gemischten Gruppe jüdischer und nichtjüdischer Jesus-Anhänger gemeinsame Mähler unmöglich gemacht hätte. Paulus besprach sich bezüglich dieser Aussetzungen auch mit den Leitern der Jerusalemer Urgemeinde und einigte sich per Handschlag mit ihnen darauf, dass die nichtjüdischen Völker, die sich der jüdischen Reformbewegung der Christusnachfolger anschließen wollten, diese Regeln nicht einhalten mussten. Und nur um diese nichtjüdischen Völker ging es ihm. Sie müssen sich weder beschneiden lassen, noch die Speisevorschriften einhalten, dürfen also mit dem aus den Diaspora-Gemeinden zum Christusglauben gekommenen Juden gemeinsam essen. Allerdings kam es kurz darauf zu einem Ereignis, das Paulus in seinen Grundfesten erschütterte. Er lebte damals im syrischen Antiochia, einer liberalen Stadt, in der die Synagogen bereits ihre Türen für Nichtjuden geöffnet hatten und in der nun auch jüdische und nichtjüdische Christusgläubige bereits gemeinsame Mähler praktizierten. Auf einmal tauchten jedoch Abgesandte der Jerusalemer Gemeinde auf und verboten entgegen der zuvor geschlossenen Vereinbarungen diese gemeinsamen Mähler von jüdischen und nichtjüdischen Christusgläubigen wieder. Der Konsens war eklatant gestört. Dieser Konflikt hinterlässt bei Paulus tiefe Spuren. Empört und enttäuscht bricht Paulus aus Antiochia wieder auf und macht sich nun auf den Weg, die Christusbotschaft gezielt unter den nichtjüdischen Völkern in Kleinasien und vor allem auch in Griechenland zu verkündigen. Und er folgt den neuen Auflagen der nach Antiochia gekommenen Abgesandten aus Jerusalem natürlich nicht. Sie sehen hier eine grobe Route, die Ihnen ungefähr verdeutlicht, durch welche Städte er gekommen ist. Da die Christen und Christinnen eine ursprünglich jüdische Gruppe waren, begann Paulus seine Verkündigung, so berichtet es die Apostelgeschichte, und so ist es auch durchaus plausibel, in den Städten, in die er kam, konsequenterweise im Kontext der Diaspora-Synagogen. Die Apostelgeschichte berichtet über die unterschiedlichen Reaktionen der Zuhörer und Zuhörerinnen auf die paulinische Verkündigung. Sie berichtet wiederholt auch über deutliche Kritik bis hin zur Verfolgung des Paulus durch die ortsansässigen Synagogenmitglieder. Sie berichtet aber eben auch über Jüdinnen und Juden, die sich Paulus anschlossen. Bevor wir uns nun endlich denjenigen Stellen in den paulinischen Briefen zuwenden, die man als antijudaistisch bezeichnen könnte, erlauben Sie mir bitte noch einen kurzen Exkurs. Man hat die Tatsache, dass Paulus durch und durch Jude war, zum einen in der Nachfolge der Interpretation der paulinischen Schriften durch Martin Luther, zum anderen aufgrund der antisemitischen Grundhaltung in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts auch in großen Teilen der theologischen Wissenschaftslandschaft in Deutschland ausgeblendet. Paulus galt als erster wirklicher christlicher Theologe, dessen Briefe Zeugnis ablegten von einer existenziellen Wende, die mit einer so fundamentalen Kritik am Judentum und am jüdischen Gesetz verbunden war, dass man tatsächlich meinte, von Paulus als Repräsentanten der neuen Religion des Christentums sprechen zu können. Auf der Basis von Bemerkungen Albert Schweitzers wurde nach dem Holocaust erst allmählich, vor allem durch nicht-deutsche Wissenschaftler, jedoch genau die Tatsache betont, die den historischen Realitäten entsprach. Nämlich, dass Paulus Jude gewesen sei und mit seinem Bekenntnis zu Christus als Messias das Judentum nicht ad hoc verlassen habe. Äußerungen in den paulinischen Texten gegen bestimmte Elemente des Judentums, wie etwa das jüdische Gesetz, seien keine radikale Ablösung vom Judentum, sondern hätten einen bestimmten Anlass, nämlich die Verkündigung des Christusgeschehens nun auch unter Nichtjuden zu ermöglichen. Daher
habe Paulus den Glauben in den Mittelpunkt seiner Verkündigung gestellt und betont, dass allein der Glaube vor Gott relevant sei, nicht die Einhaltung der jüdischen Gesetze. Dabei habe Paulus allerdings eben nur bestimmte Gesetze im Blick, nämlich diejenigen Vorschriften, die es nichtjüdischen Menschen erschwerten, sich einer jüdischen Gruppe anzuschließen, wie etwa das Beschneidungsgebot oder auch das Verbot der Mahlgemeinschaft von Juden mit Nichtjuden. Als einschlägige Publikationen dieser wichtigen Neubewertung paulinischer Theologie sind etwa die berühmte Monographie Paul and Palestinian Judaism von E.P. Sanders aus dem Jahr 1977 zu nennen, sowie die Monographie The New Perspective on Paul des englischen Neutestamentlers Jimmy Dunn, der dieser neuen Sichtweise auf Paulus im Kontext des zeitgenössischen Judentums ihren Namen gab, Neue Paulusperspektive. Sanders und Dunn sollen hier nur als wichtige Meilensteine in der Diskussion genannt werden, die die letzten Jahrzehnte der Paulusforschung entscheidend mitbestimmt haben. Die durch die neue Paulusperspektive ausgelöste Debatte hat sich auch zu einer grundlegenden Auseinandersetzung über das Judentum des Paulus entwickelt, die inzwischen vor allem auch von der eingangs erwähnten Fragestellung geprägt ist, was eigentlich Judentum zur Zeit des Paulus bedeutet. Inzwischen hat hier fast jeder Kollege und jede Kollegin ihre eigene Perspektive. Die Debatte ist also noch lange nicht abgeschlossen. Der Blick auf Paulus hat sich also aufgrund eines differenzierteren Wissens über die verschiedenen Judentümer seiner Zeit geändert. Meine Hinführung zeigt Ihnen bereits, dass auch ich mit dieser Linie, Paulus im Kontext seiner jüdischen Welt zu verstehen, sehr konform gehe. Ich möchte Ihnen nun kurz in einem dritten Punkt einige wichtige Passagen aus den Briefen des Paulus vorstellen, anhand derer die Haltung des Paulus denjenigen jüdischen Glaubensgenossen und Genossinnen gegenüber, die sich seiner Christusverkündigung nicht anschlossen, deutlich wird. Sie werden schnell bemerken, dass wir hier eine merkwürdige Bandbreite vor uns haben. Im frühesten Brief des Paulus, dem ersten Brief an die Gemeinde in Thessaloniki, findet sich folgender Abschnitt. Ihr seid ja, liebe Geschwister, in die Nachfolge der Gemeinden Gottes eingetreten, die in Judäa in Christus gegründet sind. Denn auch ihr habt von euren eigenen Volksgenossen die gleichen Leiden erduldet wie jene von den Judajoi, die den Herrn Jesus und die Propheten getötet und uns verfolgt haben. Sie gefallen Gott nicht und sind allen Menschen feindselig, weil sie uns daran hindern wollen, den Völkern zu ihrer Rettung zu predigen, um so nur ja das Maß ihrer Sünden alle Zeit voll zu machen. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Äußersten. Paulus vergleicht in diesem Abschnitt die Situation der Gemeinde in Thessaloniki mit der Situation der Christusgruppen in Judäa. Und zwar hinsichtlich der Tatsache, dass beide Gruppen Verfolgungen ausgesetzt waren. Die Angehörigen der Christusgruppe in Thessaloniki waren vor allem ursprünglich nicht jüdische Menschen, aber möglicherweise auch einige aus der jüdischen Gemeinde. Wer ihre Verfolger waren, ist unklar. Möglicherweise Einwohner der Stadt, die mit der Verkündigung Jesu als König Probleme hatten. Die Worte, die allerdings nun in Vers 15 und 16 gegen die Judajoi geäußert werden, beschreiben diese in ihrer grundsätzlich negativen Haltung in einer auch für den Kontext des Schreibens überraschenden Weise. Der Vorwurf, dass die Juden Jesus getötet haben, ist ein Topos, der historische Fakten verdrehend, die Judajoi nun in Gänze in scharfer Polemik verurteilt. Er erscheint in den paulinischen Briefen nur hier. Der Vorwurf, die Juden hätten Jesus getötet, entspricht nicht historischen Tatsachen, da dies Angelegenheit der römischen Machthaber war. Paulus verwendet hier einen alten, bereits innerjüdisch formulierten Selbstvorwurf, nämlich den des Prophetenmordes, den wir zum Beispiel auch im Jeremia-Buch finden, um die Schuld der Juden auch an Jesus von Nazareths Tod zu beschreiben. Auch in den Evangelien und in der Apostelgeschichte wird das Motiv des alttestamentlichen Prophetenmordes mit dem Tod Jesu verbunden. Die für Paulus in 1. Thessalonicher 2 ungewöhnliche Sprache lässt vermuten, dass er hier bereits eine bereits existierende Polemik, die die Ermordung Jesu mit dem alttestamentlichen Prophetenmorden auf eine Stufe stellt, aufgreift.
Rhetorisch verstärkt Paulus hier offenbar diesen Vorwurf mit einem Element externer antijüdischer Polemik, nämlich dem Motiv, dass die Juden allen anderen Menschen Feind seien. So werden sie etwa auch von Tacitus in den Historien beschrieben. Wir sehen nun, wie innerjüdische Polemik, nämlich die des Prophetenmordes, mit externen Vorwürfen, nämlich der allgemeinen Feindseligkeit der Juden, verschmolzen wird und damit eine neue, deutlich andere Schärfe entsteht. Wenn wir uns nach der Entstehung des Prozesses fragen, der schließlich in einem die Bezeichnung zurechttragenden Phänomen des christlichen Antijudaismus führt, dann sehen wir hier einen wichtigen Schritt, der innerjüdische Polemik mit externer Polemik zusammenführt und damit eine neue Zuspitzung erfährt. Der Anlass für diese Polemik ist in der sehr individuellen Situation des Paulus zu sehen, der sich von den Juden gehindert fühlt, den Völkern das Evangelium zu verkündigen und damit den göttlichen Auftrag umzusetzen, wie es Vers 16 sehr deutlich macht. Um diese Verse nun im Gesamten der paulinischen Aussagen einzuordnen, ist es allerdings wichtig, auf die sonstige Rede des Paulus über die Judajoi bzw. das Volk Israel zu blicken. Die Beurteilung der Verse im 1. Thessalonicher Brief hängt unter anderem an anderen Aussagen des Paulus über die Judajoi, speziell in Römer 11. Und zwar 11,25 folgende, in denen Paulus die Hoffnung formuliert, dass ganz Israel gerettet wird. Also auch diejenigen Israeliten, die sich bisher seiner Verkündigung noch nicht angeschlossen haben. Voraussetzung dafür ist allerdings das Hinzukommen der Vollzahl der nichtjüdischen Völker zur Christusgruppe. Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Völker in die Gemeinde Gottes eingegangen sein wird. Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. Bereits zu Beginn des Briefes betont Paulus, dass die neue Äußerung Gottes in Christus zuerst dem jüdischen Volk, dann erst den Völkern galt. Zwischen den jüdischen und nichtjüdischen Anhängern und Anhängerinnen Christi gibt es dann aber, wie Paulus in Römer 10,12 sagt, keinen weiteren Unterschied. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Er selbst sieht seine Aufgabe darin, denen, die bisher noch nicht vom Herrn gehört haben, die Kunde von ihm zu bringen, um ihnen die Rettung zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund bewegt Paulus jedoch intensiv und, wie er selbst sagt, voller Traurigkeit, die Frage, was eigentlich mit den Israeliten geschieht, die sich dem Glauben an Christus noch nicht angeschlossen haben. Hier entwirft er in Römer 9 bis 10 eine ausführliche Begründung, und in Römer 11, 16 bis 24 anhand einer Baummetapher ein hochinteressantes Bild, in dem er schließlich zuletzt der gerade genannten Hoffnung auf die Rettung ganz Israels Ausdruck verleiht. Paulus beschreibt die Situation anhand eines kultivierten Ölbaums, Israel, aus dem Zweige herausgebrochen wurden, nämlich die nicht an Christus glaubenden Israeliten, und in den Zweige eines wilden Ölbaums, die Nichtjuden, eingepropft werden. Der Glaube garantiert das Verbleiben im Ölbaum. Ebenso wie die eingepropften Zweige wieder entfernt werden können, so können die herausgebrochenen wieder eingepropft werden. Paulus beschreibt auch mit dieser Ölbaummetapher das absolute Prä-Israels und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass schließlich auch die Israeliten, die sich dem Glauben an Christus noch nicht angeschlossen haben, wieder Teil des Ölbaums werden und damit gerettet werden. Zwar stellt er die Universalisierung des Glaubens unter den nichtjüdischen Völkern voran, aber Israel wird nicht von Gott verworfen werden. Die Aussagen des Paulus bewegen sich also zwischen einer Aussage kategorischer Verdammung in 1. Thessalonicher 2 und der Zuversicht der eschatischen Rettung Israels in Römer 11, 26. Man hat daraus geschlossen, dass Paulus, der sich angesichts der Auseinandersetzung in Antiochia voller Enttäuschung und Wut über das inkonsequente Verhalten der Jerusalemer Führungspersönlichkeiten auf den Weg zu den Völkern gemacht habe, sich doch schließlich in konstruktiver Weise mit seinen jüdischen Glaubensgenossen auseinandergesetzt habe.
Dies sei jedoch erst sehr spät, kurz vor seinem Tod, in seinem letzten Brief an die römische Gemeinde geschehen. Diese Sicht eines Wandels vom langen Judenhasser zum für die Juden an seinem Lebensende doch Hoffenden hängt jedoch wiederum mit einer spezifischen Lesart der Briefe zusammen, die durchaus auch anders gesehen werden kann. So hat man den vor dem Römerbrief entstandenen Galaterbrief ebenfalls häufig als einen Text gelesen, in dem der Judenhass des Paulus vor allem in seiner Kritik am jüdischen Gesetz besonders zum Ausdruck komme. Diesem Brief will ich mich abschließend noch zuwenden. Der Anlass des Briefes des Paulus an seine Gemeinden in Galatien, im heutigen Zentralanatolien, ist die Tatsache, dass offensichtlich Menschen, vermutlich ursprünglich jüdische Christusnachfolger, an die nichtjüdischen Mitglieder der Gemeinde herangetreten sind und von ihnen gefordert haben, dass sie sich beschneiden lassen müssten, um echte Angehörige der Christusgruppe zu sein. Angesichts dessen, was Paulus mit den Jerusalemer Führungspersönlichkeiten vereinbart hatte, führt diese Forderung zu besagtem Galaterbrief, in dem Paulus zunächst einmal diejenigen, die derartige Dinge verkündigen, verflucht. Auch hier äußert sich wieder große Wut gegen diejenigen, die versuchen, seine Verkündigung unter den Völkern zu verhindern, wie wir es bereits im ersten Thessalonicher Brief gesehen haben. Im dritten Kapitel des Briefes macht Paulus den Galatern deutlich, dass bereits der Stammvater des Volkes Israel, Abraham, sich nicht beschneiden lassen musste, um von Gott anerkannt, beziehungsweise, wie Paulus sagt, gerechtfertigt zu werden. Sein Vertrauen auf Gott, sein Glaube war ausreichend. Das jüdische Gesetz mit seinen Regelungen, also auch der Beschneidungsregelung, sei erst 430 Jahre nach Abraham gekommen. Zum anderen habe es eine nur vorübergehende Funktion in der Geschichte Gottes mit seinem Volk gehabt. Dieses Gesetz sei, wie der griechische Text von Galater 3, 24 bis 25 nun sagt, ein Paidagogos für das Volk Israel gewesen. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz bewacht, zusammengeschlossen bis zu der Zeit, da der zukünftige Glaube enthüllt werde, sodass das Gesetz unser Paidagogos auf Christus hin war, damit wir aus Glauben gerecht gemacht würden. Da aber der Glaube nun gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Paidagogos. Die Übersetzung, die Sie hier sehen, mit dem deutschen Wort Zuchtmeister, geht auf Martin Luther zurück. Luther hat damit einen entscheidenden Beitrag zum negativen Verständnis der Äußerungen des Paulus über das jüdische Gesetz geleistet. Allerdings nicht Luther allein, sondern die Entwicklung des Verständnisses des Wortes im Laufe der Jahrhunderte. Das Gesetz erscheint mit dieser Übersetzung als gewalttätige, strafende Macht. Die Bibel in gerechter Sprache bietet heute als Übersetzung Disziplinarmacht. Etwas besser ist die Mengeübersetzung, die Paidagogos mit Erzieher übersetzt, aber auch diese Übersetzung trifft die antiken Gegebenheiten nicht exakt. Wenn man die griechische Etymologie des Wortes ernst nimmt, nämlich ein Wort, was zusammengesetzt ist aus Pais, das Kind, und Agein, führen, kommt man auf die wörtliche Übertragung Kinderführer und damit zu einer Figur, die in der Antike die Kinder vom elterlichen Haus in die Schule bzw. ins Gymnasium geführt hat. Ein Kinderführer, der antike Paidagogos, hatte eine wichtige Funktion während der Zeit des Heranwachsens, des Mündigwerdens der Kinder. Er hatte gute und schlechte, natürlich autoritäre Seiten. Seine Hauptaufgabe bestand jedoch in dieser Hilfestellung. Dies gilt auch für das jüdische Gesetz. An diesem Beispiel zeigt sich sehr deutlich, wie Übersetzungen unser Bewusstsein prägen und wie hilfreich es manchmal sein kann, sich mit der quellensprachlichen Semantik zu befassen. Wenn wir das Lexem Paidagogos mit dem zugegebenermaßen auch nicht wirklich schönen deutschen Wort Kinderführer wiedergeben, entschärft sich aber die Polemik und wir haben zugleich eine Aufforderung, darüber nachzudenken, was ein Kinderführer eigentlich in der Antike tat.
Das lange Zeit vorherrschende, sehr negative Verständnis der Rede des Paulus über das jüdische Gesetz im Galaterbrief hat dazu geführt, dass man ihn insgesamt als sehr kritisch gegenüber dem Judentum eingestuft hat. Wenn man die Semantik des Lexems Paidagogos ernst nimmt, sieht Paulus das jüdische Gesetz allerdings als ein Instrument Gottes, das seinen zeitlich begrenzten Sinn hatte, in einer Zeit, in der das Volk Israel noch nicht mündig war. Nun aber ist diese Zeit durch das Kommen Christi beendet. Die Möglichkeit zur Mündigkeit ist nun da. Die heilvolle Christusbotschaft soll nun auch außerhalb des Volkes Israel verkündigt werden. Wie Paulus selbst in Galater 5 sagt, ist nun weder Beschneidung noch Nichtbeschneidung relevant. Dieses Kriterium ist vor Gott überholt. Es zählt allein der Glaube, den jeder Mensch Gott gegenüber haben kann. Bemerkenswert ist nun allerdings für unser Thema auch noch der Schluss des Briefes. Hier nämlich sagt Paulus Folgendes in Kapitel 6, Vers 15 und 16, ich lese ab Vers 15. Denn weder Beschneidung gilt noch etwas, noch Nichtbeschnittenheit, sondern nur die neue Schöpfung. Und so viele noch nach dieser Regel, also dass Beschneidung kein Kriterium für das richtige Gottesverhältnis ist, wandeln werden, Friede sei auf ihnen und Erbarmen, und zwar oder auch auf dem Israel Gottes. Unbefangenen Leserinnen und Lesern wird dieser letzte Teil des Satzes auch auf dem Israel Gottes als Zuspruch von Frieden und Erbarmen auch für das Israel Gottes, also das Volk Israel, erscheinen. Wenn man die vorausgehenden Ausführungen des Paulus über das jüdische Gesetz jedoch als höchst polemisch und kritisch gelesen hat, wie das über lange Zeit der Fall war und auch heute noch durchaus der Fall ist, dann macht dieser plötzliche Sinneswandel Probleme. Wie sollte man sich diese Diskrepanz erklären? Daher war und ist es in der neutestamentlichen Exegese sehr verbreitet, das Syntagma Israel Gottes hier als eine Metapher für das Christentum zu verstehen. Das wahre Israel Gottes sei nun das Christentum. Der Wunsch nach Frieden und Erbarmen könne sich nach den vorausgegangenen höchst kritischen Bemerkungen des Paulus gegenüber dem Gesetz nicht auf das Volk Israel beziehen, sondern käme nur für die Christusglaubenden in Frage. Paulus spreche auch an einigen anderen Stellen vom Volk Gottes und impliziere dabei auch die Christen und Christinnen. Die Rede vom Israel Gottes als Bezeichnung für die Christen und Christinnen sei insofern aus dieser Redeweise hervorgegangen. Allerdings, das geben auch diejenigen Exegeten und Exegetinnen zu, die die Schrift, ist diese Redeweise von Christen und Christen als Israel Gottes singulär. Sie erscheint dann nur an dieser Stelle bei Paulus. Insofern sprechen Befürworter dieser metaphorischen Lesart hier von einer semantischen Neubestimmung des Paulus. Sie verstehen diesen Vers also im folgenden Sinn: Und so viele nach dieser Regel wandern werden, Friede sei auf ihnen und Erbarmen, und zwar auf den Israel Gottes, das heißt auf den Christen und Christinnen als dem wahren Israel Gottes. Diese Lesart hat das Verständnis des Galaterbriefes im letzten Jahrhundert bestimmt und war der letzte im Text zu findende Baustein für eine Bestimmung der Intention des Schreibens als antijudaistisch. Und sie findet sich, wie gesagt, auch gegenwärtig in zahlreichen Publikationen zur Stelle. Gegen eine derartige Lesart gibt es allerdings eine Reihe von Bedenken, von denen ich mich nur auf zwei konzentrieren möchte. Wenn man die Verwendung der Lexeme Israel und Israelites bei Paulus untersucht, so bezeichnen sie bei Paulus immer wirkliche Judaioi. Es handelt sich um innerjüdische Bezeichnungen für das Gottesvolk. Insofern ist festzustellen, Israel konnotiert bei Paulus durchgängig und ausschließlich das jüdische Volk in seiner besonderen Gottesverbundenheit. Ein zweites Argument ist die Frage, wie die Adressaten und Adressatinnen in Zentralanatolien mit dieser Metapher hätten umgehen sollen. Wieso sollten sich die im Galaterbrief angesprochenen nichtjüdischen Christinnen und Christen als Israel Gottes verstehen? Paulus verwendet zwar auch sonst im Galaterbrief Metaphern aus dem jüdischen Bildspendebereich.
Diesen fügt er jedoch stets Erklärungen hinzu, die den hier vor allem angesprochenen nichtjüdischen Galatern erläutern sollen, warum sie selbst nun auch ohne Beschneidung Kinder des einen Gottes sind. Dabei spricht Paulus die Adressaten und Adressatinnen auch direkt an. Er sagt, ihr seid, um ihnen das Verständnis der Metaphern zu erleichtern. Diese Erläuterung fehlt jedoch in Galater 6,16. Auch an diesem Beispiel sehen wir wieder, wie Vorurteile, wie etwa das Urteil der scharfen Ablehnung des jüdischen Gesetzes durch Paulus, dazu führen, dass wir teils unter Einsatz merkwürdiger semantischer und grammatischer Neudefinitionen den Texten nicht mehr gerecht werden. Wir sollten den Text meines Erachtens so lesen, wie er aller Wahrscheinlichkeit nach von Paulus intendiert ist. Als Wunsch nach Frieden und Erbarmen für zwei Gruppen. Zum einen für die jüdischen und nichtjüdischen Christen und Christinnen. Also diejenigen, die bereits zum Christusglauben gekommen sind und die Beschneidung bzw. Nichtbeschneidung als irrelevant für ihr Gottesverhältnis erachten. Zum anderen als Wunsch für die noch nicht an Christus glaubenden Israeliten. Wenn wir diese Lesart des Galaterbriefs ernst nehmen, dann stellen wir fest, dass sie sich nicht so sehr von der Einstellung des Paulus, die dieser im Römerbrief formuliert, unterscheidet. Vielmehr ließe sich dann der Wunsch nach Frieden und Erbarmen Gottes für das Volk Israel in Entsprechung zum Wunsch nach Rettung für ganz Israel verstehen, wie er ihn in Römer 11,26 formuliert hat. Kommen wir abschließend zur Ausgangsfrage nach dem Antijudaismus bei Paulus zurück und erinnern uns auch noch einmal an den Zornesausbruch des Paulus in 1. Thessalonicher 2. Vor diesem Hintergrund erscheint Paulus auf keinen Fall als Antijudaist. Paulus ist ein wütender jüdischer Reformer, der seinem Zorn auf die Judaioi, das heißt diejenigen Glaubensgenossen und Genossinnen, die seine Christusverkündigung unter den nichtjüdischen Völkern nicht akzeptieren bzw. diese verhindern wollen, mittels innerjüdischer Polemik, wie etwa dem Prophetenmord, Ausdruck verleiht. Durch Eintragung auch externer kritischer Elemente, wie etwa dem Vorwurf der Feindschaft allen anderen Menschen gegenüber, bekommt diese Polemik eine neue Schärfe. Am Ende steht jedoch auch bei Paulus explizit die Hoffnung auf die Rettung ganz Israels. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.